Guten Morgen. Frisch erholt, gut geschlafen, bin ich wieder hier. Draußen vor dem Wirtacher Hof, vor dem Campingplatz. Richtig gut geschlafen. Es ist nicht ganz ruhig, denn wie ihr seht, stehe ich in einem unbeschrankten Bahnübergang. Bis 22 Uhr fahren hier die Züge und um 5:30 der erste, der muss natürlich hier Hornsignal geben. Das ist doch ganz schön laut. Das ist so ein richtig großer Nachteil an diesem Campingplatz. Aber sonst war es ganz okay. Super geschlafen. Ich muss noch bezahlen. Ja, aber dann geht's los. Ja, Richtung Eumüdelberg, Sonthofen auf jeden Fall die grobe Richtung. Wie ihr seht, ist es auch frisch heute Morgen. 10 Grad waren es. Ja, aber super, super gut geschlafen. Also ich bin erholt. Beine sind wieder top in Ordnung. Ja, also kann es davon losgehen. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei beim Tag 3 auf der Radrunde Allgäu. Keine 1,5 Kilometer gefahren und schon 12-13%. Der macht wach. Wird man sofort warm, aber es ist ja noch frisch. Ich lasse die Jacke trotzdem noch an. Geht wahrscheinlich gleich wieder runter und dann wieder hoch und runter. Es geht erstmal ein ganzes Stück so bis Sonthofen, immer hoch und runter, bevor es da wieder ein bisschen flacher wird. Aber fantastisches Panorama. Oh, hätte ich gerne gestern Morgen auch schon gehabt, aber heute langt auch. Oh, fantastisch, aber weiter geht's, oder? Ich will noch mehr sehen, ihr bestimmt auch. Ich würde sagen, es ist nur fantastisch hier. Ich weiß gar nicht, wie ich weiterkommen soll. Einfach nur schön. Das ist der Rottachsee. Da komme ich gleich auch nochmal runter. Was soll ich sagen? Ich würde fast nur filmen, aber ich muss doch mal weiterkommen. Aber muss, was heißt muss? Ich kann es genießen. Ich genieße es auch. Wie man merkt, ich habe Rückenwind zurzeit. Das ist doch ganz schön kräftig eigentlich. Hätte ich gar nicht erwartet. Aber einfach nur. Fantastisch, fantastisch. Genial, wahnsinnig. Ja. Ja, ein fantastischer Morgen hier am Rottachsee. Oh, toll. Jetzt wird es auch wärmer. Die Jacke kommt jetzt wohl aus. Oh, richtig toll. Mann, man kann eigentlich nur stehen bleiben hier und gucken. Oh, aber ich will ja noch mehr sehen. Oh, was ich auch gesehen habe, Bodensee-Königssee-Radweg läuft ja auch längs.
Hatte ich gestern schon mal ein Stück und zurzeit ist es auch, aber dann werde ich auch wieder verlassen. Vielleicht treffe ich ihn nochmal. Aber ich fahre die Radrunde Allgäu und ich finde den Weg bis hierhin echt wahnsinnig toll. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Einfach nur richtig klasse. Na toll, aber doch verfahren. Ja, ich bin den Radweg gefolgt, also den begleitenden Radweg, und der führte hier längs. Aber das Schild fügte auch hier längs, aber hier ist jetzt nichts mehr drauf und auf meinem Track sagt auch, ich soll da hinten rum. Also, wenn ihr am Rottachsee seid, nicht diesen begleitenden Radweg folgen, sondern auf der Straße bleiben. Das soll ja auch einer mal wissen. Na gut, ich hab dir das Navi mit. Mein erster Platten auf einer Radreise. Aber ich glaube, so schnell habe ich noch nie einen Reifen gewechselt, obwohl ich das ja eigentlich lange nicht mehr gemacht habe. Das ging ziemlich schnell. Ich hoffe, es hält. Aber wohne ich hier kurz vor Sandhofen, bei Sonnenpanorama einen Platten zu haben. Ja, es geht ganz schnell. Ja, aber muss ja auch mal sein. Das gehört halt mal dazu. Aber naja, es war eher eine Bordsteinkante. Ja, haben sie wieder ein bisschen hochgebaut, dann hat das durchgeschlagen und naja, das war's dann mit dem. Ja, den werde ich wahrscheinlich den Schlauch noch flicken, aber erst auf dem Campingplatz oder wo ich denn heute Abend lande. Habe ich heute auch glatt vergessen. Ich bin hier schon am Müsli essen, war gerade einkaufen, Corona-Test war wieder fällig. Ja, negativ natürlich. Dann kann ich wieder gucken, wo ich mal hier lande. Ja, und natürlich so ein tolles Panorama für so eine tolle Pause gerade ist. Schön angekauft, kalte Getränke, wie gesagt, Müsli mit kalter Milch. Richtig wunderbar. Für solche Fälle habe ich jetzt auch so eine kleine Kühltasche, die hat man
von der BG gekriegt, wegen Sonnenschutz und alles, was man so auch auf der Arbeit machen muss. Ja, und heute besonders wichtig, UV-Index 0 ist heute, also richtig dick eincremen heute. Puh, aber die brennt auch, ja, aber sie steht ja auch fast am höchsten. Boah, aber klasse Aussicht hier. Ja, und weiter geht es jetzt hier am Iller Radweg, bin ich jetzt hier, da geht es jetzt weiter Richtung Fischen. Oh, tolle Aussicht hier. Das ist die Ille, die verlasse ich nun. Da ist Fischen, da muss ich jetzt durch und dann geht es auch bald wieder irgendwo bergan, irgendwo hoch. Das mit der Herrlichkeit hier im Flachen ist erstmal wieder vorbei. Aber egal, war richtig schön. Es wird auch weiterhin schön bleiben. Das ist ja wohl genial. Naja, mal sehen, was noch für alles für Panoramen kommt. Das ist unglaublich. Da hoch, es geht los. Boah. Ja, Obermeißelstein, da ging es fast nur noch bergauf. Eigentlich ganz okay, konnte ich gut hochradeln. Aber da fragt man sich immer, warum macht man das eigentlich? Warum nur? Ist ja wohl klar. Deswegen. Ja. Genau deswegen. Kurze Panorama- und Getränkepause. Prost!
Und mit einer rasenden Abfahrt bin ich jetzt wieder hier unten an der Iller. Boah, schön kühl, aber auch kräftigen Gegenwind hatte ich, Alter. Das war schon ganz schön anstrengend bald gegen den Wind zu fahren. Aber jetzt bin ich wieder hier unten. Ich war doch gerade im Erst da drüben. Aber eine wunderschöne Schleife, aber sehr anstrengend da hoch. Aber sollte man schon mitnehmen, aber mit Gepäck. Ui, aber es ist machbar, wie man sieht. So, jetzt geht's weiter Richtung Immenstadt. Gerade muss ich noch mal eine Essenspause mal einlegen. Ich habe ja lange nichts mehr gegessen. Man trinkt und trinkt, aber isst nichts. Na, war kein besonderes Stelle da, einfach nur eine Bank, Mülleimer in der Nähe, das war wichtig. Aber hier sind die Bänke ein bisschen rar oder ohne Aussicht. Naja, egal, hab's auch mal noch mal eine kurze Essenspause, ist auch nötig. Boah. Warm ist es jetzt, sehr warm, 24 Grad. Nicht meckern, weiterfahren Richtung Immenstadt. Hier ist nun der Campingplatz Alpsee. Wäre ein gutes Lager hier. Aber Alpsee wird man hier auch gar nicht viel sehen. Man fährt da gleich hinter den Schienen entlang am Alpsee. Ja, ich bin jetzt 13.30 Uhr. Also noch viel, viel zu früh, um hier reinzufahren, um zu campen. Obwohl es natürlich ein tolles, tolles Plätzchen wäre. Ja, aber ich fahre weiter. Alpsee, glaube ich, sieht man gar nicht so viel gleich, auf der nächsten Stelle. Oberstaufen, ich weiß gar nicht, ob man da durchkommt, 16 Kilometer noch. Ob das wohl glückliche Kühe sind. Hier hat man eine super Aussicht auf den Alpsee. Dort kann man schön den Campingplatz sehen. Apropos Campingplatz, habe ich eigentlich gesagt, was der letzte Nacht gekostet hat. Nämlich fast gar nichts, sage ich mal so. Ich sage nicht was, aber sehr radfahrerfreundlich. Und 219 Kilometer noch bis zum Ziel. Also bin ich schon weit über die Hälfte. Wow, läuft gut, aber ist echt krass. So schön. Oh. Bin jetzt 10 Kilometer weg vom Alpsee, 6 Kilometer noch bis Oberstaufen. Hier fährt man ganz gut,
richtig, richtig toll, richtig, naja, einsam nicht, es ist nur die Nebenstraße, die Hauptstraße ist da drüben, aber es geht auch so ein bisschen bergauf und wieder runter, nichts Wildbewegendes, aber es summiert sich. So, und Sauerstoff nur noch 4,5 sogar. Aber richtig schön, auch wenn die Berge jetzt nicht mehr ganz so hoch sind. Es geht auch immer, gerade hier in Oberstaufen. Ja, das hat gut. Oh, und ich trinke wieder kühles Eis. Immer wieder Gold. Aber jetzt bin ich raus aus Oberstaufen. Jetzt bin ich am Ortsrand, jetzt geht es da längs Simmensberg oder wie es heißt. Kommt dann als nächstes so ein bisschen größerer Ort. Also die Gegend jetzt, was jetzt noch kommt, die nächsten 200 Kilometer, die kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Also hier an den Alpen, drüben Memmingen und so, das kannte ich noch so ein bisschen. Ab und zu so ein paar Orte, da ist man schon mal durchgekommen. Aber jetzt das Stück kann ich nicht sagen, wie das wird. Also bestimmt schön, aber mal was ganz anderes, auch mal da durchzukommen, denn das gehört ja auch zum Allgäu, ne? Also, auf geht's. Kilometer 84 bin ich jetzt. Oh, so 20 Kilometer vielleicht noch. Oh, mal sehen, was ich noch schaffe. Es ist 3 Uhr. Ist doch noch früh. So, jetzt hat mich der Weg. Hier musste ich jetzt hochschieben. Boah, weiß nicht genau, über 15%, 18% müssen das gewesen sein. Wenn man das Fahrrad schiebt, dann zeigt der Tacho das nicht so richtig an. Boah, aber es ist noch nicht zu Ende. Hinter mir geht es noch weiter, aber nicht mehr ganz so steil. Boah, ui, aber der Weg ist das Ziel. Ja, es ist ein Panorama hier ohne Ende. Wow. Ja, die Kamera ist doch selten aus. Hier ist ja nochmal eine schöne Karte, wo ich denn noch hinfahren muss oder will. Ich stehe noch da. Da geht es ordentlich hoch und runter. Simmerberg, Weiler im Allgäu, Scheidegg. Lindenberg im Allgäu, das sollte mein Ziel heute sein, da ist auch ein Campingplatz. Aber ich schätze mal ziemlich weit oben, da muss ich mich auch noch hochkämpfen. Aber es soll drin sein. Das sind 14, 15 Kilometer noch dahin. Also geht 15.45 Uhr, also alles drin.
eine schwer erkämpfte Aussicht gerade. Ja, was ich gerade eben runtergefahren bin. Ja, verdammt, fahre hier voll wieder hoch. 10-12% durchgängig. Ja, von da ganz unten vom Weiler. Ja, hier jetzt hoch nach Scheidegg. Ich hoffe, es ist bald vorbei. Also ich muss immer anhalten und was trinken, weil während der Fahrt geht trinken gar nicht. Kriegt man schon keine Luft mehr. Aber die Aussicht ist ja wieder genial. Boah, angekommen. Oh, völlig fertig. Das war hart erkämpft. Das waren echt die härtesten 4 Kilometer seit lang. Ui, Hilfe. Ja. Ich hoffe, es geht jetzt nur noch bergab erstmal bis nach Lindenberg. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Oh. Da bin ich jetzt auf dem Campingplatz Alpenblick. Die sieht man da hinten. Boah, was eine Strecke. Aber ich habe leider nicht gemerkt, dass sie sich aufgehängt hat, die GoPro. Das hat die Ewigkeit nicht mehr gemacht. Aber die letzten Bilder waren zum Glück nicht so schlimm. Ein Bodenseeblick hatte ich. Oh, das habe ich noch fotografiert und mit der anderen Kamera. Und Lindenberg habe ich noch kurz eine Kirche gezeigt und nochmal gesagt, dass ich hier hochfahre. Ist auch nicht so wild. Da komme ich morgen früh auch nochmal hin. Wenn man nicht immer drauf schaut, ja, Technik, die begeistert. Aber ich bin jetzt hier schön auf dem Campingplatz, hinten mit Alpenblick. Wow, 108 Kilometer, Komoot sagt 1150 Höhenmeter. Ich bin das irre, aber viel schlimmer war die Hitze. Ganz heiß ist es nicht, 25 Grad, aber die knalle Sonne. Boah, und zum Schluss. Boah, ich fahre nach Oberstaufen, hat das richtig reingehauen nochmal. Aber wow, richtig heftig. Heftiger Tag. Aus wunderschön gewesen, die Strecke. Keine Frage. Sehr anstrengend. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Wetter jetzt gut dafür ist. So blitzeblau wie der Himmel ist, dass die Sonne so knallt. Aber was soll ich sagen, ist doch alles okay gelaufen. Ja, man hat nur getrunken, wenig gegessen, der Hunger kommt gleich. Oh, viel werde ich bestimmt trotzdem nicht essen. Ich habe nur noch die ganzen Brötchen, die ich heute Morgen gekauft habe, die habe ich die ganze Zeit mitgeschleppt, weil ich absolut kaum Hunger hatte. Echt irre. Aber naja, hier ging es ordentlich steil bergab zum Campingplatz. Da muss ich morgen früh wieder hoch, einmal über den Berg, runter nach Lindenberg, ja, erst ab 9 ist auschecken, relativ spät. Naja, kann ich gut ausschlafen, aber ich werde eh nicht länger schlafen. Boah, naja, ich melde mich bestimmt gleich nochmal mit Alpenblick nochmal zum absoluten Fazit, Beendung des Tages. Werde hier erstmal Zelt aufbauen, für eine Kleinigkeit essen, vielleicht auch schon duschen. Aber ich glaube, das mache ich erstmal noch später. Noch ist es echt warm, man schwitzt sich immer noch ganz schön ein. Also, dann bis gleich. Das ist ja wohl noch mal ein schönes Abendpanorama jetzt. Wow, das habe ich heute verdient. So früh losgefahren, dass ich dann auch hier pünktlich ankommen kann. 100 Kilometer sind egal, Höhenmeter sind doch eigentlich auch egal. Ja, das war richtig top. War anstrengend, aber das Anstrengendste war noch nicht mal die Steigung, sondern diese brennende Sonne. Es war ja noch nicht mal ganz heiß heute. Ja, als Nordlicht hat man es schwierig. Aber was sollen wir denn meckern, ne? Wir meckern nicht. Das Wetter bleibt so, es wird eher noch heißer. Nach diesem kalten Mai oder Frühjahr, Winter, tut das so gut, jetzt hier zu sitzen. Unglaubliche Aussicht, ja. Was für ein Panorama. Ja, der Tag gut gestartet, früh losgekommen, aber dann die erste Panne. Ja, an diesen Platten, da muss ich noch arbeiten. Der Mantel sitzt noch nicht so ganz richtig drauf. So eine kleine Acht drin. Nervt ein bisschen, macht so einen kleinen Schlag, aber vielleicht kriege ich das noch irgendwie raus. Mit der kleinen Luftpumpe ist es natürlich immer schwierig,
richtig hart aufzupumpen, dass es einmal reinspringt. Aber das ist egal, auch der Tag. Die Strecke, die war ganz in Ordnung. Also die Steigung habe ich hingekriegt. Einmal musste ich schieben, aber das ist völlig egal. Der Weg ist das Ziel. Kann man sagen, die eine Seite ist schlimmer, die andere Richtung ist besser. Ich fand, also hier hinten, diese Gegend, wo ich jetzt war, das zum Schluss, hat sich das ja überhaupt nichts getan. In beiden Richtungen waren Steigungen drin, ohne Ende. Richtig stark. Ja, Steigung waren heute genug drin. 1100 Höhenmeter, über 100 Kilometer wieder heute. Richtig klasse. Ja, und das war ein schöner Tag, der morgen auch noch Anschluss findet. Ich würde sagen, habe ich morgen wieder 100 Kilometer. Das ist ein bisschen schwierig. Morgen gibt es auch wahrscheinlich keinen Campingplatz. Da ist nicht so richtig in der Gegend. Oder man muss sie ordentlich einen Abzweig machen, um da hinzukommen. Ja, wahrscheinlich gibt es ein Hotel. Könnte man auch gut machen haben, weil dann morgen könnte man auch einen Fernseher gebrauchen. Weil morgen spielt Deutschland. Interessiert mich nicht so ganz so. Muss ich nicht unbedingt sehen, aber wenn ich einen Fernseher habe, dann werde ich es mir anschauen. Weil das hier alles ist viel wichtiger. Hier zu sein, das zu machen, wozu man Lust hat. Ah, das ist klasse. Ja, morgen geht es bestimmt auch wieder ordentlich Steigung. Wie gesagt, ob das 100 Kilometer werden, nur 80, 100. Insgesamt 180 Kilometer sind es noch bis Memmingen. Ist gar nicht mehr so viel. Schätzt mal noch 2 Tage. Boah, ist immer so schnell vorbei. Naja, ich habe ja auch. Na, ich will immer den Weg schaffen. Ich brauche immer ein paar Kilometer auf dem Tacho. Ich habe mich aber nicht überstrapaziert heute, auf jeden Fall nicht. Getrunken ohne Ende, das war wieder trinken, trinken, trinken. Apropos trinken, wo ist es denn? Wo ist es denn? Das Siegerradler, ja, habe ich mir noch geholt. Das muss ja noch sein. Das habe ich mir heute auch wieder verdient. Oh, ich kann ja sagen, grandiose Landschaft, auch hier draußen. Mal sehen, was morgen kommt, das kenne ich ja auch nicht, die Gegend. Wird wieder wahrscheinlich, naja, ein später Tag anfangen werden. 9 Uhr kann man hier erst los, sich auschecken. Das muss man ja auch machen wegen der Corona-Zeit. Die müssen wissen, wann man abhaut. Deswegen geht es auch nicht früher. Deswegen morgen vielleicht keine 100 Kilometer. Aber werde ich sehen. Und im Hotel, wenn es sein muss. Egal. Aber heute war klasse. Es hat super geklappt. Hoffentlich kann ich wieder gut schlafen, das werde ich bestimmt. Man merkt immer noch die Sonne im Gesicht, aber das ist jetzt gerade richtig erfrischend, wo die Sonne jetzt weg ist. Also ich sag, es war ein toller Tag. Ich hoffe, es hat gefallen. Denn bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie man immer sagt, Servus. Boah, ist kalt. Ah, das tut so gut. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Bis morgen.